und da bin ich auch wieder. Ups, mit einem sehr weit weggeklappten Mikrofon. Also nochmal. Ups, und da bin ich auch wieder. Ach, das Ding, das lag gerade eben sonst noch worum. Okay. Erstmal wieder einigermaßen zurechtfinden. Also hier war gerade eben so eine Art Patrouille von vier solchen Viechertypen. Diese Skelett-Heinis mit ihren Speeren. Aha. Ach komm, gib mir den Helm. Will nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo wir herkommen. Und die Dinger werden auch immer ein bisschen komplizierter, was die Dungeons angeht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Only the patient man can defeat Demon's Gaze. Was will man uns damit sagen? Scheiß Idee. War auch keine gute Idee. Ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Vielleicht ergibt sich das dann ja noch. Ja, war ja klar. Ich muss jetzt auch wirklich ein bisschen anpassen hier. Der vordere Linke, der macht eigentlich gerade. Natürlich der, der gerade die ganze Zeit eins in die Kette legt. Scheiße! Genau das sollte nämlich nicht passieren. An der Stelle würde ich sagen, ich lade einfach noch einmal das Spiel, weil das will ich nicht. Nicht so schön früh am Anfang. Ah, fuck. Ist ja nicht wirklich was passiert. Okay. Kann ich die umstellen? Kann ich. So, Baby, hier. Dann bist du jetzt einfach mal dran. Ups. Secret found. Yay. So. Eine Kiste. Und sonst nichts. Dann gucken wir mal in die Kiste rein. Protection +4, +2. Kriegst du.
Ist mit dir Protection plus 3, das ist plus 2. Was hat die Schnalle an? Nichts. Nichts ist wenig. Hier ist ein Hemdchen. Und was haben wir denn noch? Benötigt Erdmagie 13. Kriegt erstmal er hier. Packen wir mal mit nach unten. Das kriegt sie. Die beiden tauschen mal wieder durch. In der Hoffnung, dass jetzt keine Gegner kommen. Ja. Mal einen Text und nochmal über das Rätsel da hinten nachdenken. Da hinten nachdenken. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, was haben wir denn hier? Gut, gebe ich erstmal ihm. Zwei leere Gefäße. Ich glaube, das braucht alles er. Oder sie. Aha. Ja. Kann gut sein. Wie praktisch. Da hätte man ja auch irgendwie mal ein bisschen abkürzen können. Und ich werde da nicht runtergehen, weil ich jetzt ehrlich gesagt wirklich immer wissen möchte. Da ist nichts. Da ist auch nichts. So. Ich habe keinen Plan. Ich, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie ich das Ding hier aufkriegen soll. Ups. Ach so, man wartet einfach. Das hat sich gerade eben für mich schon wieder erledigt, weil ich einfach nicht möchte, dass die Leute sterben. Okay. Egal wie lame das jetzt hier gerade wird. Normalerweise müsste ich einfach mal eine Runde rasten oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ging auch irgendwie. So, wir machen jetzt einmal nochmal auf ihn hier. So, zack, 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 soweit so gut. So, hier war nichts drinne, da war auch nichts. Hier war nur der Sack für den wahrscheinlich Kleriker oder was das ist. Das ist ja auch ein Trick, ey. Man nimmt die Fackel raus und
Das Tor geht auf hier, oder was? Na gut. So. Wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller. Zack, zack. Da gehe ich nicht hin. Einmal wieder nach vorne wechseln. Einmal so, 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 so. So. Er kann nicht mehr so schnell laufen, weil... Keiner weiß es. Wahrscheinlich überladen. Gucken wir mal. Ja. Es gab die Möglichkeit, irgendwie zu rasten. Da. Düp, 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 düp. Okay. Hat was. Ach, warte mal, ich klicke. Anscheinend muss man da irgendwie einfach nur ein paar Mal durchklicken. Wir haben es übrigens gerade Sonntag, den 27.07. und bei mir hier oben in der Bude sind gerade 30,4 Grad. Alter Schwede. Okay, so, da sind wir wieder. Alles ist vollgeladen, das passt. Hunger, glaube ich, hat auch keiner. Gucken, gucken, gucken. Ja, geht schon, passt alles. Also, gucken, stehen bleiben. Wir haben es gelernt. Schlückchen Kaffee. Jetzt mal ernsthaft. Hallo? Hallo? Aufgegangen ist und vorher nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Falls ich es wissen sollte, bitte gerne in die Kommentare einmal rein. Alter, die machen einen scheiß Schaden. So, ganz wichtig wird auf jeden Fall sein, in naher Zukunft immer gut zu skillen.
Weil das kann nicht sein, dass ich hier so einfach den Arsch kriege. Gut. Firebomb. Ja. Ich weiß nicht, ob man die jetzt... Klingt für mich eher von wegen mal lieber aufbewahren. So, mich interessieren hier nochmal ein bisschen die Schilder. Genau die gleiche Pisse. Ist auch wahrscheinlich genau das gleiche. Gut. Nach 8 Millionen Anläufen. Wagen wir uns nun die Treppe nach unten. Zack. Meins. Okay, also, wir haben hier ganz, ganz viele Flaggendinger, eine geschlossene Tür. The Lone Pillar of Light stands alone in the night. Irgendwas sehen? Nein, kann man nicht. Zack. Ich würde sagen, das ist dann auch wieder genau die richtige Stelle, um einfach mal nach dieser völlig verkackten Runde ein kleines Safe-Game zu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Und weg.